Hallo zusammen, es ist Sonntag, es ist der 4. Advent und damit für euch eine neue Folge Tea Diary. Die letzte Woche der Uni ist endlich vorbei. Ich habe zwar noch morgen, also Montag Uni, total bekloppt eigentlich, aber jeder ist absolut müde von diesem Jahr und keiner hat mehr Bock auf irgendwas und das merkt man auch. Diese Woche war wirklich so, irgendwie war jeder müde, einfach nur müde, jeder. Man sieht das dann auch schon in den Zügen. Ich meine, in den Zügen schlafen die Leute eh immer, aber diesmal, also diese Woche, hat irgendwie jeder geschlafen, so komplett jeder. Und ich dachte mir so, what the fuck, wieso sind denn alle so müde? Aber okay, Ende des Jahres. Und es ist ja endlich bald vorbei, nur noch Montag, dann habe ich endlich Ferien. Zugegebenermaßen habe ich auch überlegt, dass ich heute das letzte Video für dieses Jahr hochlade. Aber nope, ich werde doch nicht das letzte Video heute hochladen, weil ich das irgendwie doof finde, dann irgendwie nichts zu tun, weil ich möchte in den Ferien halt schon so ein paar coole Orte sehen und dann nehme ich sowieso die Kamera mit und dann erst mega lange warten. Nee. Also in den Ferien möchte ich auf jeden Fall zu ein paar Orten fahren, hier in Tokio. Und wenn ihr Tipps für mich habt, dann schreibt mir das mal bitte. Ich werde hier bleiben in Tokio, wie es aussieht. Vielleicht auch nicht, aber ich denke schon. Gebt mir auf jeden Fall Tipps, wo ich hin könnte. Also ich habe bis jetzt nur Odaiba im Kopf und Enoshima und vielleicht, weiß ich nicht. Und halt Orte, an denen ich noch nicht war, die ich noch ergoogeln werde. Ich habe euch ja in einem anderen Video gesagt, dass ihr mir Fragen stellen könnt für ein neues Ask Tolga. Das könnt ihr auch immer noch machen, weil ich das Video immer noch nicht gedreht habe, weil ich für dieses Video bis zu den Ferien warten wollte, weil werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Video seht. Ich war gestern so ein bisschen Illumination gucken, also so Weihnachtsbeleuchtung und sowas gucken. Und ich möchte dieses Tea Diary jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen beende ich jetzt hier das, was ich hier rede und zeige euch so ein bisschen, wie die Illumination in Roppongi aussehen.